Während des Unterrichts im Internet surfen. Das klingt nach einem Schülertraum. Doch hier wird nicht gechattet oder auf YouTube Musik gehört, sondern im Rahmen vom Projekt Medienprofi ordentlich recherchiert. Die drei Gruppen der Klasse 9a vom Gymnasium Lohne hatten es in die Hauptrunde geschafft und konnten dem Recherchespiel bisher einiges abgewinnen. Das sind auch so Sachen, die man sonst in der Schule eigentlich nicht so übt. Und ist ja auch eine besondere Aufgabe, dass man dann auch immer genaue Antworten suchen muss. Und man bekommt ja auch immer dann eine genaue Rückmeldung, ob das dann richtig ist, was man beantwortet hat oder nicht. Da lernt man auch einfach mal andere Seiten vom Internet kennen. Das ist eigentlich auch dann ziemlich informativ, was man dann da findet. Und man lernt auch einfach andere Seiten kennen, wo man dann auch sonst mal zum Beispiel aktuelle Themen mal Berichte zu findet und sich da auch informieren kann. Es macht relativ viel Spaß, es ist auch mal was komplett anderes. Und ja, man freut sich dann halt auf das Ergebnis, wenn man auch relativ weit oben steht. Ja, wir waren ja in den Gruppen und dann haben wir einfach erstmal die Fragen aufgeteilt, also dass man zu zweit oder zu dritt so irgendwie die ersten Fragen und die anderen Fragen. Ja, und dann einfach irgendwie herausfinden. Also manchmal funktioniert es gut, dann kommt sofort was und manchmal dann muss man erst über mehrere Seiten und dann irgendwann hat man dann das Ergebnis. Übung macht eben den Meister. Und das Knobeln im Team macht natürlich noch mehr Spaß. Und wer die meisten Punkte sammelt, kommt schließlich eine Runde weiter. Klassenpaten wie beispielsweise die AOK unterstützen das Medienprojekt, indem sie den Teilnehmern für ein Jahr die digitale OV zu Unterrichtszwecken zur Verfügung stellen. Die AOK vermittelt ja später auch viele Neuigkeiten immer wieder in den Medien. Und darum ist es für uns auch wichtig, dass die Schüler richtige Wege finden, die Medien richtig zu lesen, auch dann zu deuten. Und das ist eben der wichtige Ansatz für uns. Gerade im Bereich Schulprojekt sind wir auch sehr stark. Und ich denke, das ist eine sinnvolle Sache und deswegen unterstützen wir das auch gerne. Doch auch das Zeitunglesen auf Papier, also ganz analog, will gelernt sein. 2 Wochen lang bekommen die teilnehmenden Schulen die OV ins Klassenzimmer geliefert. So wie hier im Gymnasium Antonianum der Klasse 8FL. Die Schüler lernen dabei zum Beispiel, wie man einen Leserbrief verfasst. Insgesamt bin ich sehr gut angenommen. Die haben viel Spaß am Lesen. Wir haben vorher die Online-Ausgabe schon mehrfach ausprobieren können bei uns oben. Aber so ein Print-Abo hat natürlich deutlich mehr Charme. Die Schüler finden ihre Zeitung auch gut. Ich lasse die auch die 2 Wochen sammeln, dass wir auch mal auch für die Klassenarbeit darauf zurückgreifen können. Aber insgesamt ist die Resonanz echt klasse. Ab dem 1. März wetteifern die besten Teams einer jeden Schule um den Kreismeistertitel und hohe Preisgelder. Das Projekt Medienprofi endet am 11. April mit der Preisverleihung im Schauburg-Kino in Vechta.